Schön, dass du wieder da bist. Bald ist Mutter- und Vatertag. Heute möchte dir Horst zwei Bastelideen zeigen, mit denen du deinem Papa oder deiner Mama ganz einfach eine Freude machen kannst. Wusstest du schon? Der Muttertag ist ein Feiertag zu Ehren der Mütter und wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Der Muttertag hat seinen Ursprung in den USA. Er geht auf eine Feier zurück, die Anna Mary Jarvis zu Gedenken an ihre verstorbene Mutter veranstalten ließ. Sie setzte sich dafür ein, dass ein nationaler Tag eingeführt wird, an dem alle Mütter geehrt werden. Eine Idee, die bald schon die ganze Welt eroberte. In Deutschland fällt der Vatertag auf Christi Himmelfahrt, während der im Rest der Welt meistens an einem anderen Tag gefeiert wird. Verschiedene Erzählungen besagen, dass der Vatertag aus den USA kommt und eine Amerikanerin nach der Einführung des Muttertags zu Ehren ihres Vaters einen Tag für Väter einführen wollte. Kommen wir zu den Bastelanleitungen. Die erste Bastelidee ist diese Herzblume, die eine versteckte Nachricht enthält. Um diese Blume zu basteln, benötigst du folgende Materialien: rotes, gelbes, grünes und weißes Papier, Strohhalm, Klebestift, Schere, Bleistift, Bunt- oder Filzstifte, Büroklammer und Klebestreifen. Als erstes erstellst du dir eine Vorlage für ein Herz. Falte dazu ein Papier in der Mitte und zeichne eine Herzhälfte am Rand auf. Danach schneidest du das Herz aus. Nehme nun das rote Papier und zeichne mithilfe der Herzvorlage ein Herz darauf. Zeichne drei weitere Herzen daneben, die sich alle an den Spitzen berühren, und schneide die Form aus. Als nächstes zeichnest du einen Kreis auf das gelbe Papier und schneidest ihn aus. Verwende am besten einen Gegenstand mit kreisförmigem Boden als Zeichenhilfe. Klebe den Kreis in der Mitte der Blume und schreibe eine liebe Nachricht für deine Mutter oder deinen Vater darauf. Falte das Herz zweimal an den Linien, sodass jeweils zwei Herzen übereinander liegen. Falte die Form noch einmal in der Mitte durch zwei Herzen hindurch, wie es hier gezeigt wird. Nun kannst du die Blumen zusammenklappen, sodass ein Herz entsteht. Nun benötigt deine Blume noch einen Stiel. Lege die aufgeklappte Blume so völlig hin, sodass die Nachricht zu dir zeigt. Achte auf das obere Blütenblatt bzw. das Herz. Klappe die Blume wieder zusammen und drehe sie um, sodass die Rückseite des oberen Herzens zu dir zeigt. Hier befestigst du nun den Strohhalm mit einem Klebestreifen. Zeichne ein Blatt auf das grüne Papier und schneide es aus. Zeichne Blattadern auf das Blatt und klebe es am Stiel der Blume fest. Als letztes benötigen wir noch eine Büroklammer, die das Herz zusammenhält. Diese Büroklammer wird etwas verziert. Zeichne einen Käfer oder einen kleinen Schmetterling auf das weiße Papier, schneide ihn aus. Öffne die Büroklammer leicht und befestige das Tier mit Hilfe eines Klebestreifens am inneren Bogen der Büroklammer. Überstehende Reste des Klebestreifens kannst du mit der Schere abschneiden. Deine Blume ist fertig. Wenn du möchtest, kannst du die Blume noch in ein Gefäß stellen, um deine Mutter oder deinen Vater damit zu überraschen. Um diesen Papiermarienkäfer zu basteln, benötigst du folgende Materialien: buntes Papier in den Farben Rot und Weiß, Filzstifte, ein Klebestift, eine Schere, Musterbeutelklammer und Wackelaugen. Als erstes beginnst du damit, zwei rote Kreise auszuschneiden. Hier kannst du einen runden Gegenstand wie einen Becher oder eine Dosalzschablone verwenden. Aber auch ein Zirkel kann dir dabei helfen. Danach nimmst du eines der Kreise und halbierst ihn. Als nächstes ist das Gesicht des Marienkäfers dran. Dabei nimmst du ein weißes Blatt zur Hand und zeichnest einen Halbkreis. Diesen malst du anschließend schwarz aus und ergänzt noch zwei Linien für die Fühler. Dann schneidest du das Ganze aus. Im nächsten Schritt befestigst du mit Hilfe der Muskelbeutelklammer die zwei roten Halbkreise. Um das zu machen, lochst du die drei ausgeschnittenen Teile aus. Dabei kannst du ein Locher verwenden. Den vorbereiteten Kopf des Marienkäfers klebst du anschließend hinter den Körper des Marienkäfers. Nun verpasst du deinem Marienkäfer Punkte und kannst ihm auch schon die Wackelaugen anlegen.
Als letztes veröffnest du die Flügel des Marienkäfers und hinterlässt eine Nachricht für deine Mama oder für deinen Papa. Und schon ist die Karte fertig. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.